Hustle up and run through barricades, yeah. Jetzt seht ihr nochmal den M2 von außen. Ich habe da nochmal die Kamera auf den Kopf geschnürt. Ihr kennt das Spiel ja. Also von hinten sieht es auch sehr, sehr geil aus. Und was mir sehr gut gefällt, die Abgasanlage von AC Schnitzer. Ein bisschen breiter. Und die Felgen sehen doch mega aus. Also die Felgen und ja, die Bremssättel dazu. Und hier, wie gesagt, schaut nochmal drauf. Hier Buchs Automobile. Also buchs-auto.de. Das ist die Internetseite von meinem Kollegen, von Markus, der mir es erlaubt hat heute. So, jetzt schaut ihr nochmal von der Seite an. Ich gehe nochmal ein bisschen weg. Also ich finde, der Wagen sieht einfach eine Bombe aus. Also echt, schwarz steht ihm gut. Durchs Fahrwerk ist er schön tiefer und die Front ist natürlich echt mega aggressiv, wenn du so guckst. Ja, einfach nur super genial. Die Scheinwerfer dazu. Also das hatte ich früher mal am normalen M2 habe ich vermisst eben halt. Warum mit den Scheinwerfern? Da gab es ja keine LED-Scheinwerfer, die adaptiven. Wie gesagt, hier seht ihr nochmal den M2 Composition-Schriftzug. Dann gehen wir doch mal zusammen rein und fahren doch jetzt mal eine Runde. So, ich habe das jetzt einfach mal hingelegt. Schnalle ich mich mal eben an. Da habt ihr immer nochmal eine andere Perspektive. Ich finde das immer ganz cool, wenn ein bisschen Abwechslung im Video ist. Der Dwaggy-App. Dann versuchen wir jetzt mal kurz auf die Autobahn zu fahren. Dann habt ihr dann auch schon mal so einen kleinen Blickwinkel vom Autofahren, wie das hier ist mit dem M2 Competition. Ist natürlich jetzt sehr, sehr voll. So langsam ist der Feierabendverkehr da. So sieht's aus. Jetzt sind wir unterwegs. Wie gesagt, hier seht ihr nochmal die Ölstandanzeige. Die habt ihr die ganze Zeit drin. Und das andere kennt ihr ja eben halt. Oh, das ist Schaltgeschwindigkeit hier. Lenkrad kann man noch, wie empfindlich das sein soll. Und härter, ein bisschen leichter ging ja. Dann Anspruchverhalten vom Gaspedal. Dann schauen wir doch mal, ob wir ein bisschen Glück haben. Aber so gefällt mir echt so gut. Was ich noch mal fragen musste, dieses Alcantara in den Seiten. Ist das Serie? Ich glaube schon. Oh. Also das gefällt mir auch sehr gut. Ja, also alles das, was man im M2 vermisst hatte, ist quasi verbessert worden. Aber vom Fahren hier ist mega. Also durch das Fahrwerk, also die Kurven, die gehen so leichtgängig, ohne irgendwelche Neigbewegungen. Das ist echt schon beeindruckend. Geradeaus marschiert er auch echt super vorwärts. Ich hatte gerade irgendwie 9,6. Ich muss mal eine gerade Strecke finden. Deswegen wollte ich jetzt noch mal kurz auf der Bahn. Wie gesagt, ohne Launch Control hatte ich jetzt 4,7. Ich glaube, ja, ein bisschen 4,3, 4,4. Weiß nicht, der M4 hat ja 4 oder 4,1 um den Dreh, der hat jetzt ein bisschen weniger, weil der hat ja 410 PS, der Competition. Ich meine, hat 450 ja und ich glaube 4 liegt der mit DKG. Ja, also ein bisschen weniger und mit Launch Control kommst du auf jeden Fall hin. Das möchte ich jetzt nicht hier den armen Markus zumuten hier, mit seinem schönen Baby. 100 bis 400 ist immer kein Problem. Also kann ich nur jedem empfehlen, den Wagen. Also echt einen Daumen hoch. Das Einzige, was es jetzt hier nicht gibt im Gegensatz zum M4, ich hätte mich auch schon schlau gemacht, ist wieder das Head-Up-Display. Wenn es einmal hat, das ist echt genial. Aber das könnte man noch verschmerzen, wenn man es auch nicht kennt, dann ist es auch nicht so schlimm. Und das adaptive Fahrwerk, das gibt es hierfür nicht. Da müsstest du wieder das nachrüsten. Aber sonst hast du eigentlich alles drin, was du im M3, M4 hast. Immer. Und bloß Radstand ist kürzer, noch ein bisschen sportlicher. Aber was auch sehr, sehr geil ist hier, wenn ihr guckt hier mit dem Navi, schnell das alles ist. Wenn ich ins Menü gehe, hier hast du dann, seht ihr es ja hier, mit dem Kacheln, Navi, Kommunikation, Medium. Siehst du jetzt halt 14,1 haben wir jetzt hier, Bordcomputer. Also als ich den übernommen hatte von Markus, hatte er 14,4. Also ich glaube so 12 bis 14, 15 ist immer so drin. Du kannst natürlich bestimmt weniger fahren, wie beim M3, M4 auch, aber ja. Dann hast du aber nicht so viel Spaß. Und was Markus mir nochmal gesagt hatte, die Hinterachse ist auch anders als beim normalen M2. Ich auch mehr vom M3 übernommen, vom M3 M4. Und wie gesagt, das Geilste ist natürlich der Motor, der S55-Motor vom M3 M4. Also der richtige M-Motor. Vorher war es ja,
glaube, der N55 war das ja eine abgeleitete Version, also verbesserte Version. Und also Single Turbo, und da ist jetzt ein Biturbo. Und machst hier ein bisschen Software dran, da hast du ja auch 530, 40, bestimmt. And you're off my face.